Hallo, ich bin Heribert Dorsch und wir machen heute hier das European Teleplateau. Dort geht schon Klaus Nicolai auf die Bühne und fängt jetzt an zu sprechen. Ich muss gleich hier die Verbindung nach Madrid und Prag einschalten. Denn mit Prag, Madrid und Norrköping in Schweden wird Dresden heute tanzen, per Internet. Eine Weltpremiere. Hallo, Madrid hier. Mehrere Jahre lang hat die Transmedia-Akademie an einem System gebrütet, das Bewegungen in Räumen erfasst und in Daten zerlegt. So können Drehungen, Kreise, Sprünge via Internet verschickt und überall auf der Welt in vorherberechnete Räume hineinprojiziert werden. Wir haben im Prinzip einen Hyperraum, der ist vorproduziert als virtueller, das heißt als ein Möglichkeitsraum. Es ist im Grunde genommen wie ein Instrument, wie ein Klavier. Klavier steht auch da, da sind alle Tasten drauf. Aber was man dann am Ende mit dem Klavier macht, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und wie in einem riesigen Instrument löst jede Geste einen Ton aus. Dreht sich der als Silhouette sichtbare Tänzer in Prag, wo man die Percussions, eine Geste in Dresden und Streicher erklingen. Aber der Hyperraum könnte noch mehr, dem Internet Hände geben zum Beispiel. Am Anfang des Projektes hatte ich die Idee und würde das auch gerne umsetzen, vielleicht im nächsten Projekt, eine Kiste dort irgendwie in die Ecke zu stellen. So eine, einfach wie eine Truhe vielleicht mit zwei Henkeln. Und wenn man die schüttelt, dann rumpelt die auch in Madrid und in Prag, dann schüttelt die sich dort auch. Sowas wollten wir zum Beispiel machen. Das ist genau das, dass man sich eigentlich dann übers Internet mal streicheln kann. Heute steigt das Publikum aber erstmal im Raum herum, spielt mit Tönen und den als Silhouetten über den Boden flackernden Neugierigen in Prag, Madrid und Norrköping. Lustig finde ich es, also wenn man hier so rumspielen kann. Es macht Spaß, vor allen Dingen die ganzen anderen Flecken, wenn das jetzt tatsächlich andere sind, dann ist das irgendwie schon ein komisches Gefühl, mit denen irgendwie zu interagieren. Den Hyperraum kann man bis Sonntag ausprobieren und auch, wie man die Welt mit einem virtuellen Parlament mitgestalten könnte.